Jetzt habe ich hier für euch ein Bestech Wechselrichter, und zwar von 12 Volt auf 230 Volt. Habe ich über Amazon bestellt und ist jetzt geliefert worden. Made in China. Den packe ich jetzt mal hier aus für mein Bestech. Der kommt jetzt an meine Solaranlage, damit ich auch hier mal 230 Volt zur Verfügung habe. So, schon verpackt. Bedienungsanleitung. Every problem we will take care of. Bin ich mal gespannt. Ja, das ist das gute Stück. Gut verpackt. In Noppenfolie. So sieht das Teil hier aus. Watt Sinus Power, und zwar soll dieser Wandler wirklich 300 Watt reinen Sinus liefern, also keinen irgendwo gefakten Sinus oder abgeschnittenen Sinus, was auch immer. Und ich habe hier vorne einen Anschluss für 230 Volt Steckdosen. Schalter an aus, zweimal USB Steckdosen, um USB Sachen zu laden, zum Beispiel Tablet oder Smartphone, was auch immer sich mit 5 Volt laden lässt. Ja, und ansonsten sieht gut aus, fühlt sich gut an. Hier hinten 12 Volt Stecker, ist jetzt gedacht, um im Auto an die 12 Volt Steckdose sich anzuschließen. Ja. Schauen wir mal. Ich werde sehr wahrscheinlich diesen Stecker demontieren und direkt an mein Solarladegerät anschließen, das mir 12 Volt liefert. Also hier ist Eingang 12 Volt bei dem Gerät, 12 Volt Eingang. Ja. Sieht gut aus. Schauen wir mal, ob es was taugt. Bevor ich das jetzt an mein System hier anschließe und einstecke, checke ich erstmal, was mein billiger Zigarettenanzünder-Adapter aus dem Auto so macht. Das Teil habe ich hier. So sieht das aus. Ja. Ich habe den schon ausgehöhlt. Hier war mal noch zweimal USB drin, 5 Volt, 2,4 Ampere. Hatte ich kurz falsch angeschlossen, plus minus vertauscht, dann ist innen drin der Wandler abgekackt. So, jetzt habe ich hier noch übrig meine 12 Volt Steckdosen, und als erstes werde ich das gute Teil mal aufschrauben und gucken, ob plus und minus auch dahin gehören, wo sie sollen, bevor ich jetzt hier meinen 230 Volt Konverter dann anschließe. Ne? So. Ja, also. Seine. 12 Volt auf 230 Volt wird von dem hier geliefert, inklusive zwei USB-Steckdosen mit 5 Watt. So, das ist der Anschlussstecker dafür. Kommt jetzt erstmal provisorisch hier rein zum Testen und zum Checken. Das wird hier direkt dann angeschlossen an die an den Solarregler mit seinem 12 Volt Lastausgang. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass hier innen drin die Verpolung auch stimmt. Also wenn das falsch gepolt ist, also plus minus vertauscht, sollte funktionieren, sollte passen. Aber ja, hier steht es ja auch drauf, CE, ja, China Export. Ja, wer weiß, einfach mal prüfen, bevor einem die ganze Sache hier abkackt. So sieht das ganze Teil von innen aus. Also ihr seht hier zwei Kabel, die zuführen. Hier hinten dran, ja, also da, das hintere Teil, das da hinten, das ist Plus, also sollte Plus sein. Und da die großen Teile hier, das wäre Masse.
Minus. Gott, jetzt schaue ich mir noch die Kabel an, wie die markiert sind, was Plus und was Minus ist. Also, ihr seht es hier, ja, schlecht zu sehen, das Kabel mit dem grauen Markierungen, das wäre das Pluskabel. Ja, okay, zusammenbauen, markieren, eindeutig und dann dran an den Solarregler. Okay, und weiter geht's. Hier ist mein erstmal Versuchsaufbau, ob alles so funktioniert, wie es soll. Wenn alles klappt, wie ich mir es vorstelle, wird das Ganze dann fest installiert, verkabelt mit Schaltern und noch Sicherungen dran. Aber jetzt erstmal einfach den Stromfluss testen. So, hier, das ist mein Solar-Charger von Renogi Rover 20 Ampere. Dann 4 Euro, China, Steckdose 12 Volt. Und hier das Teil von Westec, der Wandler von 12 Volt auf 230 Volt mit Steckdosen 5 Volt, maximal 2,4 Ampere zum Laden von Tablets oder Smartphones. Nebendran hier frisch aus dem Shop in Hongkong eine LED-Lampe mit 5 Volt USB-Anschluss. So, dann packe ich das alles jetzt mal zusammen, schließe das mal an. Und dann schauen wir, ob das Ganze funzt oder funkt. So, ich schließe jetzt hier mit Krokodilklemmen, plus minus, schließe ich jetzt hier erstmal die Steckdose an von den Chinesen. Ja, ja, gut. Und direkt dann in die Steckdose hier 12 Volt. Dann checke ich die 5 Volt Ausgänge für das USB und den 230 Volt Ausgang. So sieht es jetzt aus. Krokodilklemmen, 12 Volt plus und die Masse geht hier an die Steckdose. In der Steckdose der 12 Volt Stecker von dem 12 Volt auf 230 Volt Wandler ist das gute Teil und in dem Wandler innen drin eine LED-Lampe zum Checken, ob es denn alles passt. Hier ist der eine Ausschalter. Machen wir es erstmal auf aus und meine Anschlüsse bei meinem Solarwandler ist jetzt hier. Wenn ich hier einschalte, zack, kriegt das ganze System Strom. Die LED, die untere, die dritte von oben, die LED, ja, man sieht das jetzt hier schlechter, dass diese hier, die leuchtet. Das heißt, ich kriege jetzt hier auf den Lastausgang Strom aus. Ein und jetzt kann ich hier prüfen auf dem Solarwandler, wie viel Ampere von der Batterie, ihr seht es hier, von der Batterie zur Lampe laufen. Das heißt, ich habe jetzt schon 0,05 Ampere, die da irgendwo reinlaufen. Das bedeutet, sehr wahrscheinlich ist der Bestec-Wandler jetzt im Standby-Betrieb, obwohl der Schalter auf Off ist. Und verbraucht jetzt schon 0,05 Ampere an Strom. Okay, jetzt geben wir das Ganze mal rein. Das passt, das passt, das passt. Jetzt der große Moment. Funzt auf Punkt. Es funzt, die grüne Lampe ist an. Für den Power hier. Ihr seht es. Grüne Lampe. Okay, und jetzt kommt der große Moment. Mit dem Hongkong LED Lesenlämpchen. Tada! Es funktioniert, ohne dass irgendwas abraucht. Hier auf meinem Panel sehe ich jetzt, dass die Lampe, die ich jetzt hier eingeschaltet habe, dass die mit 0,5 bis 0,6 Ampere Strom zieht. Jetzt schaue ich mir an, was im Augenblick das Solarpanel liefert. So. 35 Volt, knapp etwas mehr als 35 Volt. Und ich
bekomme jetzt vom Solarpanel bekomme ich jetzt etwa 0,62 Ampere geliefert. Einerseits um die Batterie zu laden mit der Erhaltungsladung und zusätzlich den Strom. Wenn ich jetzt hier die Lampe ausschalte, check. Passiert jetzt erstmal nichts. Okay. Jetzt schaue ich mir die Batterie an, die ist jetzt zu 100% geladen. Jetzt schalte ich die Last ab. Und der Stromfluss geht runter auf 0,05 Ampere. Wenn ich es hier ausschalte, off. Jetzt nochmal der Test, jetzt schalte ich die Last ein, zack. 0,05 Ampere Standby-Strom für das Bestek-Stromwanderteil. Ein. 0,55 Ampere bei eingeschaltetem Wandler. Und jetzt schalte ich die Lampe dazu. Es bleibt bei 0,5 bis 0,6 Ampere. Test Nummer 2, 230 Volt Ausgang an dem Konverter von 12 auf 230 Volt. Und dazu nehme ich ganz klassisch eine Glühlampe, 15 Watt. Das reicht erstmal. Hier E27 Fassung. Stecker. Schauen wir mal. Baue ich es zusammen und stecke das dann mal da ein und schau, was passiert. Gut. Stecker ist drin. 230 Volt Ausgang mit einer Glühlampe 15 Watt. Ganz klassisch. Okay, alles aus. Ist alles aus. Jetzt gebe ich hier stromfrei auf die Last. Die LED-Lampe funktioniert. Interessanterweise, obwohl der Schalter auf Off steht, hier unten, funktioniert die LED-Lampe hier an dem 5-Volt-Ausgang. Das bedeutet wohl, dass der Schalter hier nur für die 230 Volt Steckdose ist. Probieren wir es aus. Achtung. Strom drauf und tada. Es werde Licht, es funktioniert einwandfrei. Ja. Okay, und jetzt schauen wir noch mal kurz, wie viel Strom zieht das Ganze denn eigentlich. So. 35 Volt vom Solarpanel, 1,6 Ampere wird jetzt vom Solarpanel über den Regler zur Batterie geliefert. Batterie 100%, 13,2 Volt, das heißt, die ist voll. Und 1,4 bis 1,6 Ampere, 1,8, 1,9, wird jetzt hier von dem Solarregler zur Glühlampe geschickt. So, aus. Null. Ein. Also in der Spitze etwa so 2 Ampere Strom, wenn jetzt hier die Glühlampe an ist und die LED-Leuchte ist an. Jo.
Okay. Jetzt lasse ich das Ganze hier mal laufen. Schau, was passiert, ob die Spannung bei der Batterie runtergeht oder ob mein Solarpanel heute auch genug Strom liefert. Es ist etwas bedeckt draußen. Schauen wir mal, wie lange es dauert oder ob es überhaupt passiert bei meinem Solarpanel, ob es jetzt zu wenig Strom liefert und der Regler dann auf die Batterie zugreifen wird. Ja, leider, wenn der Lüfter angeht von dem Teil, das ist in so einer nervigen Frequenz. Wenn ihr das jetzt hier in der Nähe stehen habt, und wenn ich jetzt hier in meinem Gartenhaus übernachten will und das geht laufend an und kühl, schön ist ja schon mal, dass er nicht dauernd läuft, aber wenn jetzt zum Beispiel ich über Nacht über die Solarbatterie meine Akkus laden will vom Laptop oder auch vom Smartphone, Tablet oder was auch immer und dieser Lüfter angeht, dann macht man da kein Auge zu, also ich nicht. Ja, der geht jetzt zurück und ich schaue mal, dass ich einen Wandler finde, der einen leiseren Lüfter hat oder in einer anderen Frequenz summt. Rumpt oder wie auch immer Geräusche macht.